bin schon länger davon überzeugt, dass sich unser Land gegenwärtig inmitten seiner größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs befindet. Bestätigt wurde ich vor ein paar Tagen dann in der Tat durch hochrangige Vertreter aus der deutschen Politik. Unsere Volksvertreter genießen ja normalerweise den zweifelhaften Ruf, uns nicht immer reinen Wein einzuschenken. Dementsprechend und ja unmotiviert ging ich am Sonntagabend mal wieder seit langem daran, mir die Sendung Anne Will in der ARD anzusehen. Aber es hat nicht lange gedauert und es sind Sätze gefallen, die mich dann sofort wieder aus meinem Halbschlaf herausgerissen haben. Und diese Sätze haben den Zustand unseres Landes derart gnadenlos offenbart, dass ich mich tatsächlich in der Mediathek noch einmal rückversichern musste, dass diese wirklich auch so gefallen sind. Und ich habe nicht geträumt. Leute, eines kann ich euch sagen, ich war baff wie selten zuvor, wie unsere Spitzenpolitiker live im Fernsehen, aufgepasst, es wird doppeldeutig, ihre Masken haben fallen lassen. Und alle, die mich oder andere Finanzexperten immer als Crash-Propheten betitelt haben, sollten sich jetzt, ja wirklich jetzt spätestens daran machen, ihre Entschuldigungsschreiben zu verfassen. Gerne unten in die Kommentare. Und eine Sache vorweg schon mal, Lars Klingbeil und Markus Söder sind bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit Abonnenten meines Kanals. Und solltest du meine Videos regelmäßig schauen, aber noch kein Mitglied dieses illustren Zirkels sein, dann hole das bitte gleich nach und vergiss auch nicht die Glocke, damit du auch in der Zukunft kein weiteres wichtiges Video mehr verpasst. Ja, und nach einem ganz kurzen Intro geht es wie immer los. Erst vor wenigen Wochen habe ich hier auf meinem Kanal Daniel Sauer ein Video über eine drohende Hyperinflation in Europa gemacht und dies mit konkreten Beispielen aus der Praxis hinterlegt. Aber eine Hyperinflation im besten Deutschland aller Zeiten, ausgeschlossen für Max Mustermann und Lieschen Müller. Nur kurze Zeit später habe ich ein weiteres Video veröffentlicht mit dem Titel Wem nützt Krieg in Europa? Und das war im Übrigen vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Ein weiteres Video war Stromcrash. Geht Deutschland das Licht bald endgültig aus? Ebenfalls vor nur wenigen Wochen. Und obwohl ich es mir eigentlich abgewöhnt hatte, sitze ich am Sonntagabend vor der Glotze und erlebe dort mit Markus Söder aus Bayern ganz speziell einen Protagonisten, der viele meiner Hintergründe ebenfalls und vor allem unverblümt ausgesprochen hat. Ich muss vorwegschicken, in der Sendung wurde von einer älteren Dame der Partei Bündnis 90 Die Grünen unter anderem die Forderung gestellt, dass doch Deutschland aufgrund der schlimmen Bilder aus der Ukraine sofort aus dem russischen Gas aussteigen sollte. Außerdem schrie die gute Dame von den Grünen, wen wundert's, auch lautstark nach Waffen für die ukrainische Armee. Insgesamt stünden sogar schon 67 gepanzerte Friedensvehikel bei Rheinmetall zum Abruf bereit, alleine es fehlt die Genehmigung durch die Regierung. Und der Spruch, der mir hierzu einfällt, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Und neben ihr saß mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Welt, im Übrigen ein Vertreter der deutschen Medienlandschaft, und auch ihm kann es offenbar nicht schnell genug gehen mit Weltkrieg Nummer 3, der wieder einmal auf europäischem Boden stattfinden soll. Und im Zuge dieser Diskussion ist dann Herrn Klingbeil ein bemerkenswertes Statement rausgerutscht. Nach den Sanktionen gegen Russland gefragt, gab dieser folgenden Satz oder ja zum Besten. Deutschland gehört zu den Ländern, die am stärksten Waffen in die Ukraine liefern. Es wird mehr geliefert, als öffentlich bekannt ist. Außerdem sprach er über Sanktionspakete, die mit den Amerikanern abgestimmt waren. Bitte aufpassen, Wochen bevor dieser Krieg ausgebrochen ist. Und das ist doch auch spannend, oder? Dann war mit Veronika Grimm eine Dame anwesend, die zu den 5 Wirtschaftsweisen in Deutschland gehört. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber offenbar war sie es, die eine mathematische Studie darüber verfasst hat, wonach Deutschland einen sofortigen Ausstieg aus dem russischen Gas verkraften könne. Als sie aber dann explizit darauf angesprochen wurde, windete sie sich erst wortreich und meinte dann wohl, dass dies doch in der Praxis nicht so eine gute Idee sei und sie hätte sich jetzt doch
umentschieden. Aber jetzt zu dem, was Söder an diesem Abend so alles von sich gegeben hat. Und ich würde es in der Tat nicht ausschließen und es würde mich nicht wundern, wenn diese Folge von Anne Will bald nicht mehr in der Mediathek verfügbar wäre. Beginnen möchte ich mit folgender Aussage, bei der es um das geforderte Gasembargo ging. Wir müssen der Ukraine helfen, aber wir sind auch den Menschen in Deutschland verpflichtet. Es redet sehr viele Menschen, die auch persönlich in sehr wirtschaftlich gefestigten Verhältnissen sind, über Industriearbeitsplätze. Seine indirekte Empfehlung an die Kriegsbefürworterin von den Grünen lautete: erst nachdenken, dann handeln. Denn er stellte nicht zu Unrecht Folgendes fest, und ich darf ihn wieder zitieren: Ich glaube auch nicht, dass Russland unmittelbar zusammenbricht, wenn wir die Gaslieferungen stoppen. Denn was findet denn im Moment schon statt? Russland versucht ganz bewusst und massiv andere Partner zu finden. Also auf gut Deutsch: möglicherweise brauchen wir überhaupt kein Gasembargo, weil Putin das russische Gas ohnehin bald in andere Regionen verkauft. Insgesamt zeigte er sich in jedem Fall sehr besorgt über die wirtschaftlichen Folgen eines Gasembargos für Deutschland. Übrigens ähnlich wie Herr Klingbeil von der SPD, der sich offenbar auch über den Ernst der Lage bewusst ist. Und weil sich Herr Söder vielleicht gedacht hat, jetzt ist es ohnehin egal, ich hau noch einen raus, ging ihm auch noch der folgende Satz über die Lippen. Ich zitiere auch hier: Denn Fakt ist auch, dass Deutschland auf dem Weg zur Überschuldung ist. Man muss sich ja nur mal die Schuldenkaskaden ansehen. Was? Wie? Deutschland auf dem Weg zur Überschuldung? Jetzt doch? Das ist dann schon interessant. Aber das Beste kommt erst jetzt, und ich schwöre Stein auf Bein, Herr Söder hat es genauso gesagt. Und falls jemand daran zweifelt, der möge sich bitte die Aufzeichnung in der Mediathek der ARD ansehen. Und ich muss erstmal selber kurz durchatmen, denn neben einer Hyperinflation, die jetzt schon stattfindet, neben der Gefahr von Verlust von Arbeitsplätzen, jetzt bitte nicht über Nacht das gesamte Modell der deutschen Wirtschaft auf den Prüfstand stellen. Außerdem geht es um den Strom von Millionen von Haushalten. Herr Söder sprach nicht etwa von einer Inflation, sondern von einer Hyperinflation, die jetzt schon stattfindet. Da muss ich zugeben, diese Aussage fand ich sehr bemerkenswert. In jedem Fall hat die Sendung am Sonntag all die Verwerfungen offenbart, über die ich persönlich schon seit Monaten, teilweise sogar seit Jahren spreche. Und man muss sich unbedingt mit diesen Dingen, sehr wichtig, ja, beschäftigen, um zu verstehen, worum es in Wirklichkeit geht und welche Rolle das globale Finanzsystem hierbei spielt. Wasser predigen, aber selbst Wein aus vollen Fässern trinken, besonders Politiker der Partei Die Grünen, heben sich in dieser Disziplin besonders hervor. Sobald es nämlich um Krieg auf europäischem Boden geht, dann darf man ganz sicher sein, die Grünen sind immer vorne mit dabei. Und hätte man raten müssen, wen Frau Beck in der Sendung vertritt, ich hätte schwören können, die Rüstungsindustrie hat sie ins Rennen geschickt. Ja, und auch wenn Herr Klingbeil und Söder sich gemäßigter zeigten, so wurde bei beiden wieder mehr als deutlich: Verhandlungen mit Russland oder ein Versuch, den Krieg auf diplomatischem Weg zu lösen, das ist offenbar nicht gewünscht. Daher bleibt es dabei: Wenn ganz Europa sich streitet, dann freut sich die Hochfinanz und das Dreispeichenrad holt aus zum nächsten Schwung. Und eine Folge kann beispielsweise sein, dass der Abschwung dafür sorgt, dass unzählige Immobilien nicht mehr gehalten werden können. Eine Folge wird definitiv sein, dass die Preise für Edelmetalle und auch Rohstoffe weiter ansteigen. Und eine Folge wird auch sein, dass die Regierung auch oder euch beim Thema der Überschuldung in die Pflicht nehmen wird. Also davon bin ich überzeugt. Das Erste, was ich jedem rate: wandelt eure Leistungsversprechen in echte Sachwerte. Ihr wechselt dadurch sofort die Seiten und schützt euer hart erarbeitetes Vermögen. Vermeidet aber unter allen Umständen ein Klumpenrisiko, und ich bitte euch, lasst euch von eurer Hausbank nicht den erstbesten Investmentfonds aufschwatzen. Nutzt idealerweise die Sicherheitsmechanismen der ältesten Geldregel der Welt, dem sogenannten Drei-Speichen-Rat. Wenn du wissen willst, wie das konkret funktioniert, dann besuche hierzu einfach mein Webinar und du erhältst einen hochklassigen Crashkurs in Sachen finanzieller Bildung und kannst das Wissen sofort im Anschluss anwenden. Was mich ja wie immer an dieser Stelle interessiert: Wer von euch hat die Sendung zufällig auch gesehen
und wie waren deine Eindrücke? Bitte schreib's mir in die Kommentare, denn ihr wisst, ich lese mir jeden Kommentar gerne hier durch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße hier aus Eichenzell, euer Daniel Sauer. Was machst du eigentlich, wenn morgen der Euro weg ist? Was machst du, wenn deine Bank morgen zumacht? Vielleicht auch nur für 3-4 Tage. Was machst du, wenn es von heute auf morgen zu einer Währungsreform kommt? Ich kann dir sagen, was du machst. Nichts, weil es ist dann zu spät. Und wenn das auch dein Thema ist, genau das, die wirkliche Absicherung, nicht nur auf irgendeinem Versprechen auf dem Papier, sondern mit echten Werten, das geht. Das machen nämlich die Großen schon vor, seit Jahrhunderten, die machen das. Wenn das dein Thema ist und du willst genau wissen, wie das für deine Situation auch wirklich funktioniert und du willst in die Umsetzung kommen, nicht nur reden, sondern auch umsetzen, weil du willst das Problem gelöst haben, so wie ich das Problem gelöst haben wollte vor 13 Jahren, dann sollten wir schnellstens telefonieren. Ich biete dir hierzu ein völlig kostenfreies Kennenlerngespräch an. Wir reden genau über deine Situation. Ich würde mich freuen. Daniel Sauer aus Eichenzell. Alles Gute bei deiner Geldanlage.